Ja, und dann, wir haben gerade ein tolles Feature freigeschaltet, Todesengel, 100 Feinde getötet oder so. Wo kommen eigentlich die Auswahl und können wir nicht weiter? Ich immer noch. Geht ja immer noch weiter. Ich glaube, wir können auf Escape gehen, ne? Können wir auf Escape gehen? Fortsetzen, so ein Abbruch von Mama. Autsch, das hat weh getan. Ich habe gerade so einen geilen Move gelernt. Ich kann so auf den Zack, ja bam. Drei alle Gegner. So. Nobodakt nach Welle 10 links oben. Kommt die Auswahl wieder und dann Extraktion wählen. Ja. Oh, das ist gut. So, dann hier oben ist dieser die Katze, die uns beschützt. Normobots oder Normobots oder Vector seine Katze. Hauskatze. Bestaune 20 Möglichkeiten. 25. Hm, was war das jetzt? So. Weg bist du. Wir sind auch bald weg. Oh, scheiße, das war jetzt. Dann können wir so mit Stand springen und zack. Ist auch irgendwelche coolen anderen Moves. Stand springen kann ich. Kann nach vorne machen. Nee. Welle besiegt, welche ist das? Die 9. Jetzt kommt die 10. ne? Ai, oh mein, das ist ja... Das ist ja ein Ding, du. Ich habe gedacht, machen wir die nächste Mission, aber dann... Ja, wir können ja schon noch die nächste Mission machen, so ist es nicht. Ja, das war alles ich, das war alles ich. Nein, das war der Vector oder der Normobot. Trotzdem sind die da drüben immer noch da. Aha. Oh, jetzt wollte ich unbedingt das da nicht machen, sondern ich wollte, eigentlich wollte ich springen. Das da machen. Das wollte ich machen. Ich wollte springen und... Wie gesagt, Normobot und Vector, die besten Kämpfer. Die kenne ich aus DayZ Origins, aus meinen Let's Plays zu DayZ Origins. Die kenne ich schon seit Mai, Juni. Mai, Ende Mai. Als wir DayZ Origins gestartet haben, sind wir, das ist eine geile, tolle Community da drüben auf dem Server von Bernd und Alex. Da sind einige, habe ich einige Spieler kennengelernt in Laufzeit. Einige sind weg und viele sind noch da und es ist vorbei. Extraktion bitte. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. Das ist echt. So, ich gehe zu Lobby und machen wir, glaube ich, sagen, die nächste Mission, würde ich sagen. Okay, jetzt ruckelt es wieder ein bisschen. Verlassen. Machen wir, sagen, einmal so für die Meisterschaft qualifiziert sind wir. Was kommt eigentlich als nächstes jetzt? Venusbrücke, oder? Was ist das? So. Einzelspielmission, ne? Was muss man da machen? Wurf, installiere 4 Mods auf einem einzigen Wurf, wenn man da eine Waffe werte. 2 oder höher auf. Besiege 3 Eximus-Gegner auf der Erde. Ja gut, das können wir aber nächstes Mal machen. Oh, ich muss jetzt richtig aufgehen. Puh.
Stand by while I analyze the intelligence profile. Vielen Dank nochmal, Leute. Das nächste Mal sehen wir uns wieder. Wenn wir Shadowplay nicht viel, es will. Shadowplay zuckt, juckt, zuckt, zackt, hat wieder ein bisschen Laune und will nicht beenden sein. So. So, wo, hallo Shadowplay, danke, dass du mir wieder hier nicht meine Befehle befolgst. Deswegen muss ich